Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Moment mal, zuerst mal die Shoppe anmachen. Zu Let's Play Diablo 3 von Shadowlord. Yeah. Im letzten Part haben wir weiter den schlechten Sand erforscht und die Ruinen. Und jetzt geht's in die Ruinenebene 2. Und meine Phrase ist die Ruinen groß. Kann man ja anders sagen. Oh, okay. Ja, mit dem werde ich hier noch wohl locker fertig. Ja, ich finde es ja schön, dass sie sich echt darauf geachtet haben, dass es von den Wachtürmen keine Leichen gibt, weil es halt keine lebenden organischen Wesen sind. Okay, an diese Knochen kann ich mich nicht erinnern. Aber gut, okay. Interessant, dass das mal vorkommen würde, sowas. Oh. Das könnte ich gleich noch einmal tun. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Knochen grafisch irgendwo dargestellt wurden und. Ah gut, erstens kann mich an alles erinnern und zweitens, ja, so oft war ich jetzt auch nicht in diesen Ruinen drin, ne? Ich hieß ja nicht so, als ob ich die ganze Zeit nur das Spiel neu starten will. Ich gucke mir nur von wegen, ja, was gibt's noch für Gebiete? Nein, das habe ich nie gemacht. Doch, habe ich schon. Als ich dachte, den einen Gegnern gesucht habe, den ich ja schon vorletzten Part erzählt habe. Das könnte ein riesiger Dünenhai sein. Aber wirklich riesiger. Da, als ich halt wirklich danach gejagt habe, da habe ich halt. Ohne Witz, ich habe jedes Mal das Spiel gestartet. Und dann, wenn es nicht da war, wieder ausgemacht. Ich habe halt wirklich da wirklich akribisch danach gesucht. Und das Gute ist, dieses Event. Ist ein Overworld-Event, das heißt also, ich musste nicht auf einen bestimmten Dungeon warten oder halt auch noch reingehen und hoffen, dass der Dungeon da ist. Und wegen, ich konnte einfach dann, einfach die gesamte World Map absuchen, bis zu dem Bereich, wo ich weiß, wo es ist. Und, ja. Hat ja mal Glück gehabt. Aber auch Pech. Ja, da ist aber gut was drin. Aber auch Pech, weil ich hab's nie bekommen. Wir haben schon viele Prüfungen überstanden und vor uns. Liegen noch weiter. Es freut mich, dass wir die Seite an Seite bestehen. Ja, danke, Cormac. Ich finde es auch toll. Ich finde es auch toll, mit dir zu arbeiten. Feuerkette. Das ist eine interessante Fähigkeit. Ihr seht ja, was sie macht. Und ja, Feuerkette tut auch dementsprechend Schaden machen. Oh, ich habe Diamant fallen lassen. Nett. Es ist verrückt, ich kann einfach mitten drin bleiben und übelsten Schaden. Wenn ich die ganze Zeit sauge, kriege ich einfach keinen Schaden. Was aber vielleicht mit der Tatsache zu tun haben wird, dass ich halt doch nicht Hardcore spiele, weil ich. Ja, ich weiß, ich bin da nicht in großartiger Gefahr, deswegen. Ja. Mein Mitbewohner hatte recht. Dadurch, dass ich halt. Ich weiß, dass ich nicht Hardcore spiele, spiele ich ein bisschen unvorsichtiger. Sagen wir es mal so. Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass ich versuche zu überleben. Weil man merkt, meine Skills sind vor allen Dingen darauf ausgelegt. Oder meine Ausrüstung achte ich sehr gerne drauf. Möglichst viel Leben zu generieren. Was auch Sinn ergibt. Ich will nicht sterben. Sterben ist uncool. Wobei ich aber nicht weiß, was passiert. Also ich weiß nur bei Hardcore, was passiert, wenn man stirbt. Die Geschichte habe ich jetzt schon erzählt mit meinen Barbaren. Beim letzten Endboss. Interessiert das Weg geht nach. Alter. Brecher elektrisiert. Zorn? Zorn der Schreckliche, was? Wow, was für ein Name. Vor allem ein bescheuerter Name. Erfahrungspunkte. Flop. Erfahrung 25% erhöht. Sehr schön. Sehr ist das. So. Habe ich ge. Aber wow. Das geht nicht ohne Leiche. Ende. Schade. Vereist, ist er. Vereist und. Ich hab irgendwie nicht mal gesehen. Scheiß drauf. Scheiß drauf und ich habe keine Leichen. Jetzt wäre vielleicht doch der Fleischgurt ganz nett. Aber egal. Vereist, Vereisungsimpuls. Tilda. Was? Tilda Winterklaue. Naja, dann haben wir fast schon mal wenigstens seine Fähigkeiten. So, sehr schön. Oh, Staubgebäude halten zum Glück nicht allzu viel aus. Das ist sehr angenehm. So. Ja, nichts für mich. Ah, noch. Wow, so viel, gleich drei Rucksäcke allein hier in den Ruinen. Nicht schlecht. Andariel war das einzige weibliche Übel.
Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Okay, dann muss ich meine Aussage repetieren. Man findet sie in der Reihenfolge, wie die Übel besiegt wurden in den vorherigen Spielen. Weil Diablo wurde in Teil 1 schon besiegt, ist klar. Ja, und in Teil 2 dann halt war Daria der erste Boss. So ähnlich wie bei uns der Schlechter, war halt der erste Abschnittsboss. Ja. Finde ich interessant. Cool. Ach ja, war der erste Rucksack. Oder zweite. Und hier haben wir irgendwann den Wegpunkt. Holy Balls. Wurde mal Zeit. Mach so eine Fähigkeit. Einmal die Fähigkeit einsetzen und schon habe ich nicht mehr den Bonus. Na gut, aber endlich ein Außenposten von Kasim. Hauptmann der Wache. Euch wird hiermit befohlen, eine Truppe eurer loyalsten Männer auszusenden, um den Außenposten von Kasim zu sichern. Die Kontrolle über die Stadt hängt am seidenen Faden. Das Fußvolk wird unruhig und es ist von größter Notwendigkeit, es unter Kontrolle zu bringen. Bleibt wachsam. Es ist möglich, dass sich bereits ein Eindringling hinter unseren Grenzen befindet, der Ärger machen will. Wir können damit bloß gemeint sein. So, ich rede mal jetzt, oder? Doch, ich rede mal mit Leuten. Wir sind sicher, seit die kaiserliche Wache gekommen ist. Wenn ihr einen Ort braucht, um euer Lager aufzuschlagen, bis die Tore wieder geöffnet werden, ist Platz in unseren Kellern. Dort seid ihr sicher vor der Wüstenhitze. So, eigentlich scheint er ganz nett hier. Die Wache wird uns schützen. Na, öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Na gut, dann reden wir mal mit denen, wer hier zu sagen hat. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Oder er will euch scheitern sehen. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagt sie. Keine gute Idee, auf den Herrn der Lügen zu vertrauen. Das war schnell. Okay, Armee der Totenheit, aber... Wow. Wow. Das war schnell. Gut, machen wir die Jungs frei. Machen wir die frei, ja. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück. Und zur Information, alle da oben sind, oder fast alle sind da oben. Belials Anhänger. Und wir haben mal wieder für ein bisschen Ordnung hier gesorgt, ne? Die kaiserliche Wache ist von Dämonen infiltriert worden? Oder sind sie vielleicht alle Dämonen? Die Dämonen hatten sich als Mitglieder der kaiserlichen Wache getarnt. Sie haben unsere Gedanken kontrolliert. Sie ausgesaugt, um ihre Illusionen aufrechtzuerhalten. Ja, das machen Dämonen gerne. Ich frage mich, was mit meinem Sohn passiert ist. Kannst du fast alle denken. Ist Magda nach Alkanus gegangen? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann werde ich mich unverzüglich auf den Weg machen. Tja, Magda... schade, ist so gut. Tja, Magda wird jetzt langsam aber sicher in der Falle, würde ich mal sagen, oder? Wir haben sie bald in Alkanus schon gestellt. Das ist... Ja... Ich kämpfe hier gegen Kultisten und Monster und der Typ da oben schaufelt in aller Ruhe vor sich her. Das ist ein Event, oder? Seid vorsichtig. Dieses Schiff ist von Dämonen verflucht. Wir sind wahrscheinlich sicher, solange wir ihm nicht zu nahe kommen. Es ist... Es ist das Event! Ich glaube, ich werde verrückt. Das Event, was ich die ganze...
Zeit gesucht habe. Es ist da. Es ist das Event. Ich komme nicht drauf klar. What the fuck? Was habe ich da aber gerade gefunden? Logbuch der Blankrock, Seite 8. Ich komme nicht drauf klar. Das sind genau die Gegner, die ich immer gesucht habe. Oh Gott. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Hab die letzten paar Tage nicht viel Schlaf bekommen. Offenbar bin ich nicht so sehtaugig, wie ich dachte. Ich habe gehört, sie aufgehört zu zählen, wie oft ich mich schon übergeben musste. Und immer wenn Captain Han so ein Bier anbietet, muss ich mir eine Ausrede einverlassen, darum ich ablehne. Boah, wie geil. Boah, wie geil. Okay, natürlich jetzt die große Preisfrage. Wie kommt ein Schiff in die Wüste? Antwort, scheinbar war das nicht immer eine Wüste. Darf ich noch mal sagen, dass ich drauf klarkomme? Die Irre der Gefallenen, die haben mir immer gefehlt. Bis heute haben sie mir halt immer gefehlt. Ich wusste nie, wie ich hier ankommen soll. Jetzt habe ich sie! Ah! Das ist geil! Warum? Das ist doch der Let's Play-Effekt umgekehrt. Normalerweise haben wir das Let's Player, dass immer das Schlechteste passiert. Oder dass sie halt versagen, wenn bei Sachen, die sie normalerweise ohne Probleme hinbekommen, sobald Leute zugucken. Und ich krieg dann auf einmal Sachen hin, die vorher nie funktioniert haben. Und es passieren Sachen, die nie passiert sind. Das ist unglaublich. Unglaublich cool vor allen Dingen. Wow. Ich weiß dazu kaum gerade auch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur, es ist awesome. Das ist es. Es ist awesome, ist das. Ja. Okay, cool. Ja. Ich weiß nicht gerade, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin geradezu schockiert quasi. Aber egal. Hauptsache, na gut, okay, weiter. Weiter im Text hier. Wir wollen Mark dahinter her. Dass ich es überhaupt erwähnt habe. Also hätte ich es nicht erwähnt, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gedacht, warum ich mich jetzt so übermäßig darüber gefreut habe, dieses Schiff zu finden. Und jetzt wisst ihr es. Ich hoffe, das Problem ist nur, ich muss es auf meinen Hardcore-Charakter auch noch entdecken. Ansonsten bringt mir das auch nichts wirklich viel, glaube ich. Glaube ich. Naja, werden wir sehen. Aber dass ich es überhaupt mal hatte oder bekommen habe oder entdeckt habe oder blag, ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt weiß ich wenigstens wirklich in etwa, wo das ist. Huch, Sandsturm. Ja, sowas kann in der Wüste passieren. Huch. Was stimmt da? Da können Knochenkrieger rauskommen. Voll vergessen habe ich das. So, ich glaube, in der Mitte ist wieder ein größeres Event, oder? Ja. Könnte sogar das Event sein. Vielleicht ist es das. Es gibt nämlich hier in der Wüste ein Event mit einem Totenbeschwörer, passenderweise. Und wenn es das ist, könnte es sein. Vielleicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir es uns doch mal an. Ich glaube aber... Na, nee, ist doch nicht. Hier ist gar kein Event. Schade. Wäre sehr cool gewesen, das Event mit dem Totenbeschwörer als Totenbeschwörer zu haben. Okay, Ursulis Diener. Naja, meinetwegen. Mehr Leichen. Mehr Leichen für den Chef da unten. Ich ziehe auf die Jägerin schlecht. Ich brauche so. Eine Leiche. Nicht leicht zu besiegen sein. Ich konnte nicht mal den Namen lesen, so schnell ging das. Aber wir egal. Sehr schön. Na gut, dieses Rüstzeug war. Ja, schlecht. Aber egal. Aber vielleicht war die Truhe sogar eine Event-Falle. Quasi. Also kein Event-Event, sondern einfach nur quasi
als Falle dargestellt. Ah ja, wir kommen hier Richtung Caldeum. Nicht Caldeum, da wo wir hin sollen. Weil da waren gerade Dämonen, die wir normalerweise halt immer sehen, wenn die Kultisten was beschwören. Also, ja. Wir kommen in die richtige Richtung. Definitiv. Ja, da runter müssen wir. Also gehen wir erst da oben hin. Oho, da haben wir zwei dieser Türen bei den Gefangenen. Ein paar dieser Türen von den Gefangenen. Oder, na, es ist ein eigener Trupp. Okay, hab ich's gesagt. Kommt doch einfach ab. Der soll meine Reichweite von meinem Zauberkoffer dann nochmal. Das ist ein verdammtes, ja, eine Berechtigung, von mir vernichtet zu werden. Technisch gesehen ja wirklich. Alle Gegner, die hier drin existieren, existieren eigentlich dafür, dass ich sie hier umbringe. Ziemlich hart. Aber es ist ja nur ein Spiel, also von daher. Ist nur ein Spiel. So, ja, wir sollten... Ich denke, in dem Part sollte ich bis zur der Stelle kommen, wo ich denke, dass ich dahin komme. Achtung, wer hat das gedacht, ne? So, Straße nach Alkanus. Sehr schön. Ich wollte eigentlich einen riesen Umweg machen hier. Richtig riesen Umweg. Ja, die Flucht der Höllenbrühe ist ja nichts Neues. Oh, ein Ring. Schmeckt. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich Cormac auch mal diesen Ring ausrüsten könnte. Also ich könnte mal machen, ich weiß, was ich kann, also... Ich weiß, was ich meine. Sehr schön. Nun, hier ist ja die Straße, wo wir hätten direkt lang gehen können, aber dummerweise ja versperrt wurde. Oder, wie klugerweise, was er gesagt. Von den Kultisten. Da kann man ja anders sagen, da haben sie sehr intelligent gehandelt. Ach, noch klüger. Kann ich anders sagen. Also, ich weiß, seine Feinde loben, aber... Das ist ein Tonkiger. Plan-Akrypta, okay. Und wieder ein Teil von Deckard Kids Aufzeichnungen. Uriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Wie gesagt, dazu werden wir auch noch kommen, zu dieser Informationen. Ich habe nur noch 4 Ausrüstungsgegenstände frei. Gut, da er direkt neben mir der Teleporter ist, würde ich sagen... was macht das denn? Wow, hat das für Intelligenz! Ein bisschen weniger Vitalität, aber kann ich leben schon? Kadaver, dann zerknochen. Ach, Mann! Aber gemein macht mir Schaden. Na, scheiß drauf dann auf die Dämonenarmee, auf die Knochenarmee. So. Na, Vitalität mehr, aber die Intelligenz wird weg. Na, den pro Sekunde. Ja, den Gegner Chancen. Ich muss aber keine Knochen stacheln. Leider. Nein. So, aber gebe ich ihnen erstmal die beiden Ringe, weil besser als nichts, ne? Gut, dann auf dem versteckten Lager. Ah! Und die haben alle Text für mich jetzt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das Part zum Text. Sagen, dass mir diese neue Familie, in der ich mich wiederfinde, sehr am Herzen liegt. Aber ihr könntet uns eure Liebe etwas offener zeigen, wisst ihr? Liebe? Oh, versucht doch nicht, das zu verbergen. Ihr tut so, als würdet ihr uns nur unsere Fähigkeiten wegen brauchen. Aber wir kennen doch den wahren Grund, aus dem ihr uns mitgenommen habt. Vielleicht. Habt ihr euch schon einmal erzählt, dass ich Shenshan kannte, bevor er Teil unserer Familie hier wurde? Ach, so ein süßer alter Narr. Wie wild wir einander geliebt haben. Er hat die überraschendsten Dinge getan, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich könnte euch Geschichten erzählen, da würden euch die Haare zu Berge stehen. Besser nicht. Ja, besser nicht, genau. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil Chen den Juwelen spielt, den finden wir überhaupt erst noch. Aber dadurch, dass wir sie schon haben, hat sie schon Informationen zu ihnen. Das ist ein bisschen paradox gerade. So. Das ist ein Zeitparadoxum. Hat sich hier irgendwas verändert? Das letzte Mal, dass ich hier durchgekommen bin, war kurz nachdem ich Mira getroffen habe. Sie wollte anhalten und die Stadt sehen, aber ich habe sie überredet, weiterzureisen. Meine guten Erinnerungen an Caldeum fühlen sich an, als würde ich das Leben von jemand anderem betrachten. Ich werde froh sein, wenn wir von hier weg sind. Na, Herr Dreck, das wird aber noch ein bisschen dauern. So, aber, was nicht mehr ein bisschen dauern wird, mach mal alles weg hier. Tschüssi! So, und reparieren. Ja, ich brauche immer noch einen Todesrauch. Und 50.000 Gold, das ist eine ganze Menge!
Die letzte Nacht habe ich im Freien verbracht. Ich habe versucht, die Stille zu ignorieren, aber die leere Luft hat sich wie ein aufgerissener Mund über meinem Kopf angefühlt. Schließlich wurde mir klar, dass ich schlafen musste. Wenn jemand vorhatte, mich zu töten, war ich bereits tot. So gut habe ich seit Jahren nicht geschlafen. Diese Adlige hat eine sehr interessante Ansicht auf die Welt. Aber gut, sie ist gerade ziemlich, ja, sag mal so, sie muss erstmal mit der neuen Situation klarkommen. Und dafür, dass es eigentlich für sie komplett neu ist, muss ich sagen, sie kommt verhältnismäßig gut mit der ganzen Chose klar. Also, da muss ich sie mal loben. So, dann machen wir mal weiter. Miriam auszubilden. Ja, ihr Wagen sieht immer hübscher aus. So. Ja, gefällt mir. Ja, ja, ist cool. Und ich glaube, Miriam ist die einzige Händlerin, die keinen Todesrauch braucht. Gut, aber obwohl ich sagen muss, sie ist eigentlich eine der nützlichsten Händler. Abgesehen davon, dass sie halt nur das Aussehen unserer Ausrüstung ändern kann, kann sie halt ihre Effekte auch ändern. Und das ist doch sehr vorteilhaft. So, reden wir doch erstmal mal mit Lyndon und Cormac, würde ich mal sagen. Und danach ist es dann mit der Verzauberin Lea. Oder? Nee, Lea war... Schwesternschaft. Wir sind die Hand des Propheten. Die Seelen der Tugendhaften. Oh, schon in Ordnung. Aber ich war noch nicht fertig. Ehrlich, das wird nichts. Und dann Linda, wo wieder denkt. Euer Bruder seid unterschiedliche Wege gegangen. Wir sind uns nicht sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Er war immer verlässlich und praktisch veranlagt. In anderen Worten, ein absoluter Langweiler. Und ihr habt euch einem unehrlichen Leben verschrieben. Unsinn. Ich habe mich nur ein wenig mit der Diebesgilde amüsiert. Nichts Ernstes. Und euer Bruder hat ein Problem. Das war vielleicht ein wenig ernster, ja. Und vor allem dadurch, dass er sich wieder Diebesgilde amüsiert hat, haben wir ihn nur als kennengelernt. Also, das war eigentlich gesagt ganz schön blöd von dir, Lyndon. Ich wusste, ihr würdet meine Hilfe brauchen. Na, ich will eher mit Cormac reden. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen. Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten. So wie ich Yonda getötet habe. Wenn das euer Wunsch ist? Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden. Geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Er scheint mir vernünftig, aber irgendwas beunruhigt euch bei der Sache. Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Ich schön bei den Hexendoktor, wo ich sagen muss, einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Er hat extra nochmal gesagt, oder warst du der Hexendoktor? Also ein paar Klassen sagen das zu ihm. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas sein wird, aber wenn du es unbedingt willst, mache ich es wohl. Und sie sagt so, wenn es euer Wunsch ist. Sie nimmt es halt so, sie ist halt kühl, kann ich anders sagen. Totenbeschwörer sind kühl. Und das ist sie cool. Weiß den Weg zum Ruhm. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich mag, sie hat dieses der Hexendoktor hat dieses mystische, aufbauende zuvorkommende. Der Hexendoktor ist eine coole Klasse. Und ein cooler Charakter. Wie lange habt ihr nach mir gesucht? Nun, es war nicht gerade einfach, euch zu finden. Ich musste tagelang suchen. Als ich allein aufwachte, wusste ich nicht, was passiert war. Ich habe ein wenig darüber aufgeschrieben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es lesen. Ich verspürte keine Angst, als sie das Grab versiegelten. Nur ein Gefühl des Friedens, während mein Geist in die Dunkelheit sank. Es scheint mir, als hätte ich nur Sekunden später die Augen geöffnet und die verfallene Kammer gesehen, halb im Sand begraben. Ich habe alles zurückgelassen. Nun führt mich nur noch die Hoffnung. Muss ziemlich hart sein. Wie war es hier zu eurer Zeit? Wunderschöne Städte erstreckten sich bis in den Himmel, doch sie waren voller Bosheit. Die Wistjerei beherrschten sie mit einem eisernen Willen. Ah, ja. Zu meiner Zeit waren sie weitaus bösartiger. Es freut mich zu sehen, dass ihr Einfluss inzwischen nachgelassen hat. War euer Prophet einer von ihnen? Oh nein. Er wollte die Wistjerei bestrafen.
Sie waren die Ersten, die Dämonen in diese Welt beschworen haben. Yep, und das ist halt auch wieder so eine Sache. Also dieser Magier, den ich erzählt habe, war einer der Visirei oder Wischerei. Er hat, ja, die Wischerei waren schon kein unbeschriebenes Blatt, da hat sie recht. Hat der Prophet alles vorausgesehen? Nun, ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass ihr in Gesellschaft eines Seraphs sein würdet. Tyrael. Ich wusste vom ersten Augenblick an, was er war. Aber es macht mich recht nervös, in seiner Nähe zu sein. Er ist unser Verbündeter. Das haben wir nicht verdient. Tyrael hat alles, was er kannte, geopfert, um uns zu helfen. Ich hoffe, dass es das wert war. Dafür sind wir da, Irina. So hieß er ja genau. So, also gut, dann zurück nach Alkanos. Und ich würde sagen, im nächsten Part wird es doch mal Zeit, dass ich erstmal hier sterbe. Nee, dann wird es Zeit, Magda so mal richtig ordentlich den Allerwertesten aufzureißen und uns zu revanchieren, was sie unseren armen Deckard Cain angetan hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wollt. Macht's gut.